Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ich hoffe, ihr habt alle die Weihnachtsfeiertage gut überstanden. Auch hier geht es jetzt mal wieder weiter auf dem Händler-Account. Und ja, genau. Ich hoffe, ihr habt alle wie Mats Inger genügend Diätpillen dabei. So, genau, der Händler-Account. Und da gab es auch nochmal den Tipp, fliegt doch einfach zum Chinesen für den T6-Transporter und natürlich auch in Zukunft für die anderen. Da sparen wir nochmal 15%. Das ist eine sehr gute Idee. Das hatte ich schon mal auf oder in einem anderen Video angesprochen. Das werden wir auf alle Fälle machen. Wir sind jetzt hier im Potagos-Pod. Das war allerdings mal eine Reise zum Community-Event, wo das Handel-Community-Event stattfand. Von vor 2 Wochen, glaube ich, ist das schon wieder her. Allerdings hatte ich dann da nicht mehr viel Zeit, um da tatsächlich dann noch die Waren hin und her zu schaffen. Und deswegen, wir sind einige Sprünge weit weg von unserem eigentlichen ursprünglichen Standort. Hier in Guaraz, dort wird ja gerade noch gekämpft, das Kopfgeld-Community-Event, da bin ich gerade mit dem Hauptaccount dabei und habe schon über, ich glaube, 22, 23 Millionen Credits zählten für das Kopfgeld-Community-Event. Und das sind schon seit etlichen Tagen die Top 10%. Also das ist auch, denke ich mal, bald vorbei. Ich vermute mal morgen irgendwann oder beziehungsweise wenn das Video rauskommt heute, dürfte es vorbei sein. Aber da gibt es auch ein Handels-Community-Event, wo man locker mal pro Tonne 4000 Credits Profit machen kann. Allerdings möchte ich das weder euch noch mir antun und jedes Mal 200.000 Lichtsekunden fliegen, da das ist selbst mir dann ein bisschen zu viel. Deswegen würde ich sagen, wir machen das Beste aus dem, was wir hier gerade so machen können. Und erstmal gucken, wir sind noch im System Vangal, genau. Und zwar, das war direkt die erste Station, genau, hier gab es einige. Okay. Gut, was hatte denn diese Station erstmal zu bieten? Ich habe auch noch, ach nee, hatte ich schon wieder rausgebaut. Hatte ich schon wieder rausgebaut, den Treibstoffsammler, der hier mal mit drin war. Supraleiter, Halbleiter, was, Isoliermembran? Echt so teuer, 11.000? Och. Also so im Schnitt. Was gibt es denn noch? Die haben hier Metalle. Beryllium 8.1, Silber 4.8, ne 8.3. Ich habe beim Verkauf geguckt, ich muss aber beim Einkauf gucken. Gold 9.5, also alles nicht so berauschend. Ich würde sagen, da, also es geht schon. Können wir schon ein bisschen was mitmachen, aber würde ich höchstens Beryllium mitnehmen. Pass mal auf, da packen wir uns mal die 24 Tonnen voll und gucken mal, wo wir das eventuell hier loskriegen um die Ecke. Das müsste sogar noch eingestellt sein. Ja, klug wie ich war, habe ich alle Metalle eingestellt, brauche aber bloß Beryllium. Kommt er aus dem System dort hinten, okay. Ja, das wäre ja schon mal nicht verkehrt. Und eventuell in das System dort. Hightech-Raffinerie, ja. Dann wird das eventuell hier dann einkaufen können. In Iliaka und in HIP 19758 verkaufen können. Wäre das natürlich eine feine Sache. Pass mal auf, wir fliegen dann. Naja gut, doch, wir fliegen da mal hin. Vielleicht ist das ja, kriegen wir da gute Preise. Und ich denke mal da, weil das ja auch ein Abbausystem ist, Raffinerie, und das hier ein Hightech-System ist, kriegen wir das da vielleicht ganz gut los. Gut, schauen wir mal, heben wir mal wieder ab mit der Transalp 2. Mit der kleinen, wendigen Adder. Gar kein Vergleich zu den großen Schiffen, wie wendig die kleine hier ist. Ungepimpt. Ja, und dann mittlerweile kann man natürlich auch der T10 Defender, den man natürlich auch als besseren T9 verstehen kann, wenn es Richtung Handel geht. Denn auch da hätte der die gleiche
Größe an Frachtraum wie der T9. Allerdings fliegt er sich deutlich geschmeidiger. Zwei Sprünge brauchen wir bloß. Deutlich geschmeidiger. Und hat auch eine höhere Sprungreichweite. Und beim Ingenieur kann man mit dem schon mal locker so auf um die 30 Lichtjahre kommen. Meiner hat jetzt irgendwas um die 25. Aber da ist keine Stufe 5 Verbesserung drin im Frameshift-Antrieb. Ja, mal schauen. Das wird aber ja noch länger dauern als der T9 und erstmal der T6, das ist das nächste, was wir machen. Und ihr habt dann auch geschrieben unter dem letzten Video, als ich gefragt habe, wie machen wir es denn? Mit der Adder jetzt noch nicht, aber dann ab dem T6 vielleicht, ab dem T7 bei den Handels-Events schon mitmachen, also bei den Handels-Community-Events auch mit Anmeldung mitmachen. Und ihr meintet, macht das ruhig schon ab dem T6. Ja, okay, gut. Können wir versuchen, können wir machen. Aber jetzt müssen wir wirklich erstmal so ein bisschen zur Pötte kommen und an den T6 rankommen. Wenn wir den beim Chinesen irgendwo kaufen, könnten wir uns so um die 200.000 könnten wir ungefähr einsparen. Hatte ich jetzt mal so grob drüber gerechnet für die Ausstattung, die ich gerne mit dem hätte. Also bräuchten wir statt 1,4 1,2 Millionen, 1,15 ungefähr so in der Drehe. So, gut, dann fliegen wir mal nach Melotte Terminal. Achso, ich wollte gerade sagen, hä, Handelsrang 0%, wieso? Kleinhändler, gerade so auf 0%, okay. Da hatten wir dann wohl noch... Ach hier. Läuft in 20 Tagen ab. Da sind wir irgendwann mal noch aufgestiegen. Wunderbar. Sehr gut. Ja. Schauen wir nochmal das System hier an. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Das ist halt wirklich nur die eine Station. Da muss man dann nicht ewig rumgucken, wie in dem System, aus dem wir gerade kommen, wenn man normal handeln will und das System dann irgendwie 5, 6, 7, 8 Stationen hat. Exporter. Naja, ist aber Abbau. Also könnte gut sein, dass wir da gute Preise bekommen können. Und hier unten in andere... Oh, nichts verfügbar. Gut, müsste ich mir erstmal kaufen. Oder da unten. In Taviskai komme ich auch nicht drauf. Gut, wir landen erstmal und dann hier eventuell auch nicht. Gut, dann halt nicht. Ja, also ist jetzt nicht mehr der T9, sondern der T10. Und da fällt mir gerade ein, das wird natürlich echt hart. Ich habe ja gesagt, wir behalten die ganzen Schiffe. Die kleine Sidewinde haben wir ja behalten. Die Adder behalten war. Und wenn man halt die Schiffe immer wieder mit verrechnen würde für die neuen, könnte man schon noch mal ein bisschen was sparen, die sich eher kaufen. Aber da wir das nicht machen, gerade beim T6 geht es dann vielleicht noch, aber wenn wir den T7 verkaufen würden, könnte man halt schon so um die 20, 25 Millionen eher den T9 sich kaufen. Na gut, das fällt flach. Wir haben es ja so gewollt. Aber das kriegen wir irgendwie hin. Achso. Kann ich mir zurückschreiben. Warum nicht? Wäre auch eine Idee für 2018, wenn nochmal so ein bisschen das Chatmenü überarbeitet wird, dass ich zum Beispiel mit Tab nicht bloß den letzten oder gestern konnte ich mal die letzten zwei, die mit mir geschrieben haben, durchschalten, wie auch immer. Meistens kann ich immer bloß mit Tab auf den letzten, der mir was geschrieben hat, nochmal direkt antworten. Wenn man einfach mit Tab alle durchschalten könnte, die mit denen man gerade geschrieben hatte in der jetzigen Sitzung, so wie es bei WoW mal war oder noch ist, ich habe es lange nicht gespielt. Aber da ging das früher schon, dass du mit Tab dann einfach alle, mit denen du geflüstert hattest oder eine private Nachricht geschickt hast, einfach durchschalten konntest. Das wäre auch eine super Sache.
Ja, wunderbar. Auch hier unten, weit, weit weg von unserer eigentlichen Heimat, hat uns jetzt auch kein Pirat angegriffen. Ich hoffe, das bleibt so. Ich freue mich schon, wenn wir Bergbau machen können. Ich überlege echt, ob ich das irgendwie mit dem T6-Transporter hinkriege. Aber alleine die Raffinerie, die kleine, die irgendwie brauchbar wäre, würde nochmal 500.000 kosten. Das ist halt auch schon wieder ein bisschen mehr Kohle dann, ne? Ja, ich denke, es wird als sinnvoll ab T7, weil dann auch ein bisschen mehr Platz drin ist und so weiter. Mit dem Explorer-Account war ich jetzt auch noch mal eine Weile unterwegs. Gestern noch mal einige Sprünge gemacht. Und fehlen aber immer noch, ich glaube, so um die 330 bis zum Wegpunkt 3. Also es waren so 384, als ich angefangen habe. So um die 50 Sprünge habe ich gestern gemacht. Ja, und habe nur 4 Wasserwelten gefunden und eine Ammoniakwelt dazu. Und da war von den ganzen Planeten, also von den 5 insgesamt, bloß eine einzige terraformierbar. Also jetzt nicht so eine gute Ausbeute, aber davor hatte ich ja immer mal eine sehr gute Ausbeute. Okay, wunderbar. Wir machen ein bisschen Profit. Allerdings hier kriegen wir es bloß für, ich hätte ja auch mal draufbleiben können, für 8.800 los. Das ist jetzt nicht so das Maximum. Auch Gold, da fehlt ein bisschen was. Platin ist natürlich geil. 23.000, das ist schon für Platin echt viel. Wow. Thorium. Oh. Ey, was? Geil. Die haben hier Leistungssteiger. Da kann man ja fast nichts verkehrt machen. Leistungssteigerer und Vorläuferzellen für jeweils gerade so 6.170. 6.200. Okay, die kaufe ich direkt mal. Wäre natürlich super, wenn das klappt. Dann fliegen wir jetzt mal. So, lass das erstmal so. Na doch, hier rüber in das System. Wie viele Sprünge? 2. Lass uns mal dahin fliegen. Okay, also das ist schon mal geil. Vorläuferzellen und Leistungssteigerer für gerade mal 6.200. Da sind wir wirklich gut mit dabei. Ja, auch wieder bloß 2 Sprünge. Wunderbar. Ja, also ich würde es wirklich so machen. Den T6-Transporter dann erstmal so ausstatten mit einem Buggy. Ihr hattet mich auch gefragt, warum ich unbedingt 2 mitnehmen wollen würde. Stimmt schon, eigentlich reicht einer. Aber ich kenne mein Glück, dass genau dann der eine kaputt geht und dann sieht es wieder recht schlecht aus, aber ihr habt schon recht, wir können es lieber mit einem probieren, dann ein bisschen mehr Frachtraum noch mitnehmen. Ich denke, das wäre am sinnvollsten, wenn wir das so erstmal testen. So, jetzt aber erstmal Richtung Zielsystem. Auch hier meldet sich noch kein Pirat zu Wort. Ich hoffe, das bleibt so. Immerhin die Station in Iliaka, die ist nicht so weit weg. Ich hatte schon mal überlegt, damit es nicht so lange vielleicht dauert, aber da bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob ich das mal mache. Ob ich einfach mal schon mit Aufnahme hier handel. Einfach mal so ein paar Mal hin und her springen. A, B, A, B. Und das dann einfach im Schnellvorlauf mal abspielen lasse. Das trotzdem hochlade im Schnellvorlauf. Und vielleicht einfach mit ein bisschen Musik oder ich quatsche irgendwas dann drüber. Bin ich mir noch nicht sicher. Um einfach einen kleinen Ticken Geschwindigkeit mehr reinzubringen. Es würde dann zwar nicht schneller gehen, zumindest nicht für mich. Aber ich habe ja gesagt, ich möchte auch alles zeigen. Da wäre das auch noch eine Option, die eventuell drin wäre.
dass ich halt einfach für mich spiele, die Aufnahmen trotzdem laufen lasse, aber jetzt nicht die ganze Zeit irgendwas reinquatsche, sondern einfach das so vor mich hin so ein bisschen handel. Und was sind die Einflugschneise? Die dürfte hier unten sein. Und das dann einfach mal im Zeitvorlauf ja, abspielen lasse. Das sage ich jetzt mal in so eine 10, 15, 20 Minuten Folge dann mit 4- oder 5-facher oder 6-facher Geschwindigkeit halt auch dementsprechend mehr hin und her geflogen wird. Halt wie gesagt ohne Kommentar, sondern einfach mal so, damit ihr das seht, dass ich das auch so gemacht habe und nicht irgendwie anders hier an das Geld rangekommen bin. Darum geht es mir eigentlich bloß, weil ich mich selbst und euch ja nicht bescheißen möchte, sondern dass wir das hier schön ordentlich machen, so wie wir das gesagt haben. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Hatte ich die Leistungssteigerer oder hatte ich die? Ich habe die Leistungssteigerer gekauft. Statt die Vorläuferzellen. Eigentlich hätte ich halb machen können. 12 davon, 12 davon. Aber das werden wir ja gleich sehen, was wir hierfür bekommen. Wir hätten mal auf der Hightech-Station gucken sollen, was die so für Schiffe parat haben. So. Stebbins Hub. Oh, 7700 Glück gehabt, ey. Da kriegen wir deutlich mehr. 1587 pro Tonne. Ich glaube, so gut waren wir noch nicht, oder? Auf alle Fälle. Doch, wir hatten irgendwo schon mal mehr. Aber das war, glaube ich, hing mit dem CG zusammen letztens. 38.000 Profit. Super. Klasse. So, Beryllium 7,8. Ja, okay. Gold, nö. Nö, würde sich bloß Beryllium lohnen. Was gäbe es denn hier? Da wäre er. Der Kleine. Oh, schön, das Kleine. Hatte ich mich damals, weiß ich noch, habe ich mich kaputt gelacht, als ich mit dem das erste Mal losgeflogen bin und dann bei irgendeiner Station ankam. Ich glaube, das war ein Außenposten, aber dann kein kleines, sondern ein Medium-Pad zugewiesen bekommen habe. Und da sah das halt aus, auf dem Radar unten, wie so ein kleines Zäpfchen. Vielleicht sollte ich es Zäpfchen nennen. Und ist auf alle Fälle deutlich schneller. Aber sprungreichweitentechnisch müssen wir da erstmal ein bisschen was machen. Hat aber von Haus aus, glaube ich, schon mehr Frachtgestell dabei, ne? Genau. 32, 48, 50 Fracht. Hat er so schon drin. Das ist schon mal mehr als das Doppelte, als wir jetzt überhaupt haben. Hohoho, ich freue mich. Und was hätten sie noch? Den T9. Ah, der alle Ziegelstein. Furchtbar. Aber da müssen wir auch durch. Na gut. Okay. Also, wir haben hier Beryllium gekauft. Und ja, ich denke, das wäre schon sinnvoll, wenn wir das da wieder zurückbringen. Wobei da halt ne, eine andere Station, die deutlich... Ja, alle Wege führen nach HIP 19758. Oder nach Wangal, aber die haben halt kein anderes oder nichts weiter da, was ich sonst noch so gebrauchen könnte. Im Moment mal. Mensch, Spiel, bleib doch mal drauf. So. Wirtschaft, Hightech, ja. Hier auch Hightech. Eventuell kriegen wir ja da ein bisschen mehr, aber
Na gut, nee, komm, wir fliegen zur Großen zurück. Die hätten dann vielleicht gar keine Leistungssteigerer. Aber das super Leistungssteigerer, also da hatten wir jetzt ungefähr 32, 33 oder 34.000 Credits gemacht. Das schon mal super. Und Beryllium gucken wir jetzt nochmal. Wir konnten es ja jetzt nochmal ein bisschen günstiger als vorhin. Nichts ist. Einkaufen. Und Nanu? Wieso habe ich plus 16 gekauft? Halt. Verkehrt. Hier unten. Wieso habe ich denn plus 16 gekauft? Hatten die nicht mehr oder bin ich einfach nicht richtig drauf geblieben und habe aus Versehen abgebrochen oder bin weggerutscht von der... Manu, wie doof. Wäre natürlich schade, wenn die jetzt hier keine, nicht genügend da hätten. Mal rein. Tatsächlich, die haben gar nicht mehr da. Oh, das ist schade. Das ist echt schade. Uran könnte ich vielleicht noch mitnehmen. Bisschen Uran, bisschen spaltbares Uran. Na sowas. Jetzt aber los. Ja, sowas kann natürlich auch mal passieren. Das ist, ich glaube, da brauchen wir dann doch leider eine andere Station, wo wir die Metalle herbeziehen. Also das ist schon mal geil, eine Station, die Leistungssteigerer für so wenig Geld anbietet. Das ist wirklich super. Und wenn wir jetzt noch eine entgegengesetzte Route hätten, halt mit den Metallen, die ähnlich viel bringt, wären wir schon mal sehr gut mit dabei. Die Kleine. Gut, und weiter geht's. Ja, dann würde ich sagen, wir machen einfach hier in der nächsten Folge weiter. Möchte gleich noch ein paar aufnehmen. Und schauen wir dann mal, was wir für das bisschen Beryllium jetzt kriegen. Für die 16 Tonnen und für die 8 Tonnen an Uran. Ja, und dann müssen wir uns doch leider nach einem anderen System umschauen, aus dem wir Metalle kaufen können. Oder indem wir Metalle kaufen können für besseren Preis vielleicht nochmal und auch die ein bisschen mehr auf Lager haben, denn das hier war ja schon sehr erbärmlich. Trotz Abbausystem, gut, die haben jetzt keine Abbauringe gehabt, keine Abbaustandorte, außer halt die paar vielen Asteroidenfelder, die die dort hatten. Aber für mehr hat es da dann im System doch nicht gereicht. Na gut, wir machen einfach hier beim nächsten Mal weiter. Ich fliege jetzt schon mal ein paar Lichtsekunden vor, dass wir dann direkt am Start der nächsten Folge schon dort vorne sind. Und ja. Dann sehen wir uns dort wieder. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und eine schöne kurze Arbeitswoche. An die Leute, die jetzt noch
die nächsten 3 Tage erstmal arbeiten müssen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.